Die Landeswahlleiterin hat mit Schreiben vom 31. Mai mitgeteilt, dass gemäß § 42 des Landtagswahlgesetzes, ich zitiere, für den ausgeschiedenen Abgeordneten Stefan Paul Huhn, Herr Esra Leon Limbacher Kirkel als Listennachfolger des Kreiswahlvorschlages der SPD im Wahlkreis Neunkirchen in den Landtag eintritt. Zitat Ende. Herr Limbacher hat sein Mandat angenommen. Der Ausschuss für Justiz, Verfassungs- und Rechtsfragen sowie Wahlprüfung hat sich in seiner 75. Sitzung am 15. Juni mit der Mandatsnachfolge befasst. Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig die Feststellung, dass der Abgeordnete Esra Leon Limbacher die Nachfolge von Herrn Stefan Paul Huhn antritt. Er hebt sich gegen die Feststellung der Landeswahlleitung und gegen die Feststellung des Ausschusses Widerspruch. Das ist nicht der Fall. Ich darf nun Sie, Herr Limbacher, bitten, aufzustehen, damit ich Sie verpflichten kann. Nach Artikel 68 der Verfassung sind die Abgeordneten Vertreter des ganzen Volkes, nur ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Herr Abgeordneter Limbacher, ich verpflichte Sie hiermit auf die gewissenhafte Ausübung der sich aus Ihrem Mandat ergebenden Pflichten. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen im Kreis der 51 Landtagsabgeordneten. Applaus